Hier ist ConnexCraft und heute spielen wir Minecraft OneBlock. Und ja, das heißt jetzt erstmal Blöcke abbauen. Als erstes mal ein Crafting Table. Ja. So. Jetzt sind wir hier dran. Und ja, ihr seht das jetzt wahrscheinlich etwas schneller, während ich hier das Zeug abbaue, Holzspitzhacke. Ja, wir werden auf jeden Fall krass, das sieht schon so, also das ist irgendwie total random, was alles kommt. Gut, wir haben schon ein ja, ein Fass, also ein Aufbewahrungsbehälter. Jo. Ja, und jetzt ist mal Stein. Das heißt jetzt mal abbauen. So, ich war noch im Sneak-Modus drin. Jetzt wird als Nein fettet. Was bedeutet, wir dürfen jetzt Eisenherz ist gut, aber ja, es hat scheiße, dass ich runtergefallen bin. Das heißt, wir können damit jetzt nichts anfangen, weil wir keinen Stein bekommen und somit auch keinen Ofen für eine Holzspitzhacke. Jo, dann heißt es wohl weiter abbauen. Nochmal ein Sapling und noch ein Fass. Aber wieso machen wir das hier eigentlich mit Fass? In den meisten Mondblocks, die ich bis jetzt gespielt habe, waren es immer nur Truhen. Naja, aber gut, im zweiten Sapling und wieder Holz. Aber ja, bringen tut uns das jetzt nichts, weil wir noch zu wenig haben. Was aber irgendwie nervt ist, wenn man als da wieder hin teleportiert wird auf den Block. So, endlich. Holzspitzhacke. Jetzt können wir auch endlich uns einen Ofen machen und Stein richtig abbauen. So, jetzt können wir uns endlich eine Steinspitzhacke machen und noch etwas, noch eine Hacke. Ich sehe gerade,
dass wir vielleicht auch mal etwas zu essen bräuchten. Ach, wir haben schon Huhn und Kuhspawnig. Das machen wir aber jetzt noch nicht, da wir noch zu wenig Platz haben und das eine Verschwendung wäre. Den Grasblock jetzt erstmal hier, damit die Erde hier rundherum sich mit Gras damit das Gras hier rundherum auf die Erde wächst. Und ja, dann werfen wir uns jetzt nochmal eine Holzaxt, weil das jetzt schon ein bisschen das Holz damit der Hand abzubauen. Was haben wir noch so? Haben wir noch was? Wir können aber in das Fass schon mal die wichtigen Sachen, ich hoffe, das wurden jetzt nicht runtergeworfen, hier reinmachen, wie zum Beispiel, ja, oder eher gesagt, die alten. Damit wir, wenn wir runterfallen, nicht wieder ganz am Anfang sind. Die Hälfte vom Holz ungefähr. Ja, was wahrscheinlich wächst, mache ich jetzt einfach mal weiter. Das nicht. So. So, dann werden wir jetzt als erstes mal ein Haus bauen, weil wenn es dunkel wird, was es gerade wird, ist das ja nicht so toll. Nach 3 Nächten kommen ja auch Phantome. Und wir haben noch, ich könnte auch Fackeln machen, da wir Kohle haben. Aber als erstes bauen wir uns jetzt mal einen kleinen Unterstand. Ungefähr so breit wie unsere Plattform jetzt ist. Was wir halt noch später machen müssen, ist einen Steinkreis um den Wohnblock zu bauen, falls da Mobs oder Creeper spawnen, was auch ein Mob ist. Und dann, wenn der explodiert, trifft das nicht die Insel und so, sondern nur diesen Steinkreis. Perfekt, jetzt fängt es an zu regnen und wir haben noch kein Bett. Ja, und dann trifft das halt nur den Steinkreis. Und die Mobs kommen dann da auch nicht raus. Das ist das Gute. Ja. Er muss natürlich gewittern. Und fast. Ach ne, das ist nur Holz. Holz. Ja gut, dann machen wir uns jetzt mal ein paar Fackeln. Jo, so, das und Fackeln. So, jetzt haben wir auch mal so ein bisschen Licht. Es baut auch kein Monster hier auf der Insel. Nur wäre halt scheiße, wenn oder man dahin teleportiert wird mit dem Steinkreis, müssen wir mal gucken.
wird man da immer hin teleportiert? Das ist ein bisschen nervig. Naja. Wir können die Insel jetzt aber nochmal größer machen. Und wir kommen wahrscheinlich auch weiter voran, wenn wir erstmal Lava-Eimer haben und einen Wassereimer. Dann können wir auch einen Cobblestone-Generator machen. Ja. So, jetzt haben wir schon mal eine größere Fläche und ja, jetzt bauen wir uns noch eine Haustür. So, das Haus bauen wir auch irgendwann noch mal schön und größer. Ja, aber das war's jetzt erstmal mit Part 1. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ja, dann sehen wir uns bei Part 2 wieder.